Hallo und herzlich willkommen zurück bei Ni no Kuni 2. Ja, wir machen wieder Story weiter. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ah, nach Goldorado zum Wuffelplatz. Zum Wuffelplatz. Oh, ich finde die Hundenamen immer noch so geil. Shizu und... Ah, tut mir leid, seit mehreren Folgen nerv ich euch damit. Es ist aber nun mal geil. Das müsst ihr akzeptieren. Das ist meine Meinung. Xingshang, China-Land. Mal schauen, was jetzt der da labert. Hey, ja, ich unterschreibe doch gleich. Willst du nicht auch zu mir übersiedeln? Wieso Menschen kennen, das ist ein verdammter Hund. Oberstes Orakel Sixtinius, es freut mich, euch wiederzusehen. Dir scheint es auch sehr gut zu ergangen zu sein. Wir haben mit den Informationen zu Hamna, die wir von euch erhielten, jeden seiner Schritte verfolgt. Doch es ist ein mühseliges Unterfangen. Seinetwegen, nein, es ist meine Schuld, dass er Fulongs Wächterband stehen konnte. Auch wenn ich nicht aus freiem Willen handelte, so ist es doch die Dinge, die ich tat, unverzeihlich. Ich wollte das Leben der Bevölkerung dieses Landes bereichern. Ich war als Kind sehr arm und habe sehr schmerzhafte Erinnerungen daran. In Goldorado leben immer noch viele Bewohner in Armut. Diese Leute wollte ich nicht das gleiche Erfahrung zumuten, die ich aber haben machen müssen. Vielleicht war ich zu ungeduldig. Diese Schwäche in meinem Herzen hat sich Hanma zunutze gemacht. Na. Der eigentliche Zweck des großen Kubikus sollte es sein, die arme Bevölkerung zu retten. Ich wurde auf sehr effektive Weise manipuliert, nicht wahr? Oh, aber ich will euch nicht langweilen. Was verschafft mir heute die Ehre eures Besuchs? Hi. Wir möchten euch den Vorschlag unterbreiten, ein Bündnis mit unserem Land zu schließen. Genau gesagt, möchten wir mit allen Ländern dieser Welt ein Bündnis eingehen. Um Fulungs Wächterband zurückzuholen und vor allem diese Welt vor Hamna zu schützen, bitte ich euch, Aldabans Abkommen zu unterzeichnen. Oh. Ein Bündnisabkommen mit allen Ländern dieser Welt? Ich glaube ja nicht, dass das möglich ist. Aber ich habe keine Anwände. Goldorado steht tief in eurer Schuld. Das heißt... Ganz recht. Über das Bündnis zwischen deinem Land und Goldorado soll der große Kubikus entscheiden. Alles beim Alten. Der große Kubikus hat immer noch die Würfel in der Hand. Hi. Selbstverständlich. Alle wichtigen Entscheidungen in diesem Land werden vom großen Kubikus getroffen. Das habt ihr doch nicht vergessen. Das nicht, aber... Scheiße, da wird diese ganze Mission, alle Länder zu vereinen, gleich mal von dem Würfel abhängig gemacht. Es tut mir leid. Der große Kubikus hat sich gegen euer Abkommen entschieden. Ja, es wäre auch zu einfach gewesen. Sonna. Aber... Diesmal hatten wir das Glück wohl nicht auf unserer Seite. Allerdings habe ich bei dieser Sache auch noch ein Wörtchen mitzureden. Wie jetzt? Hi. Ich glaube, wir sollten Aldabans Abkommen zustimmen. In Zeiten, in denen die Welt sich großen Gefahren gegenüber sieht, ist es unabdinglich, dass sich alle Länder gegenseitig unterstützen. Nun denn, ich erwarte euch alsbald im Orakulum. Arigato. Vielen Dank, Sixtinius. Na also, das wäre ja jetzt lustig gewesen, wirklich. Schon ganz am Anfang, voll im Arsch, passt. Spiel zu Ende, komplett verloren. Warum müssen wir jetzt extra da wieder reinlaufen? Ey, warte, der eine Spacko ist noch da. Warte. Warum steht hier diese kleine Arschkrampe? Ich hoffe wirklich, ihr könnt mir noch einmal verzeihen. Über Glück und Unglück dürfen allein die Sterne entscheiden. Ich habe schwer gesündigt.
Zum Glück hat Sixtinius mich begnadigt und mich als Torwächter noch eine Chance gewährt. Wenn die Sterne es denn so wollen, werde ich durch Fleiß für meine Taten Buße tun. Ja, ich hoffe, die haben dich schon kastriert, Alter. Nun also zu Aldawans Abkommen. Bist du bereit, den Eid abzulegen? Ja, was für ein Eid? Dann lass uns beginnen. WTF, was zur Hölle ist jetzt los? Fehlen noch drei. Es sind immer drei. Werdet ihr jetzt andere Länder reisen, um das Abkommen abzuschließen? Hi. Genau das haben wir vor. Dann gehen am besten erstmal nach Quastenfloss. Es liegt nicht fern von hier, doch ihr müsst dazu das Meer überqueren. Na. Können wir nicht Magie benutzen, um einfach dorthin fliegen? Wuhahaha, du bist ja ein Scherzbold. Nein, er kennt sich bloß nicht aus. Angenommen, eine solche Magie existiert, so würde sie dennoch nicht bis zur Quastenfloss genügen. Auch für unsere Schwalbertrosse ist das zu weit. Es braucht eine ordentliche Prise, um sicher mit denen zu fliegen. Dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als ein Schiff aufzutreiben. Ist euch ein Städtchen Hafena im Süden Goldorados bekannt? Dort gibt es sehr talentierte Schiffszimmerleute. Ich werde sie über euer Kommen informieren. Also gehen wir erstmal nach Hafena. Und suchen uns ein Schiffszimmerer. Und sobald wir ein Schiff haben, geht's nach Quastenfloss. Oh. Ei, es gibt eine Menge zu tun. Arigato. Vielen Dank für eure Hilfe. Ich werde Aldawans Abkommen zum Erfolg führen, das verspreche ich. Ich freue mich auf den Tag, an dem deine Anstrengungen Früchte tragen werden, König Ivan. Yeah, das ist eine schöne Geschichte, gefällt mir. グラハバンの約定を自分たちの旗として掲げたエヴァ。無事にゴールドパウンドとの同盟締結を果たした彼らは、次なる国シーラザラカンを目指すのであった。 Ach, der blauhaarige Junge wieder. Der hockt ganz bloß dort und säuft Kaffee, Alter. Oder Tee. Oder beides. Urahaban-no-yakujou-ka. Sugoi mono o kangaitsuita ne. Roran ga ita kara koso dekitan da yo. Meldora-san ni mo ippai osewa ni natta na. Sore to, Gold Pound to yakujou o musubeta no wa, Evan ga shindai o kachi totta seika da ne. Shindai ka. ところで、エヴァンには好きな子はいる？ん？いきなりどうしたの？ちょっとした雑談かな。僕はこの国のみんなのことが好きだよ。そう。信頼だったり、恋愛感情だったり、気持ちを託せる人がいるのは素晴らしいことだ。このことをどうか覚えておいてね。じゃあね、エヴァン。 またね。 Ich möchte speichern. Auch wenn ihr weiß warum. Weil wahrscheinlich kommt der nächste Speicherpunkt um 6. Eck oder so. Und ich kann ja eigentlich jederzeit speichern. Alter, ich bin schon 9 Stunden im Spiel. Really? Wobei ich ja glaube, es ist so bestimmt 1 oder 2 Stunden Wartezeit dabei, wo ich am Computer dann was gemacht habe. Oh oh.
Das Auge der Königin. Warum zur Hölle hat er so einen Spiegel wie Dumbledore? Nein, warte mal, das war ein Erinnerarium. Ach, was weiß ich, ein Terrarium. Laut der Karte liegt Hafena südlich von Golderado. Und deswegen sind wir wieder zurückgelaufen. Sixtinus meinte, wir sollten uns an Hannes, den Leiter des Schiffszimmers, wenden. Wir können wirklich die Unterstützung eines fähigen Handwerkers gebrauchen. Schließlich muss ich so große Schiff bauen können. Bam! Schiffszimmer in Gefahr. Hey, das verrät doch schon wieder alles. So ein Scheiß. Halt, Goldorado. Auf. Hä? Was ist das eigentlich? Tante Marthas Haus? Sturmspitze. Steck der Luftpiraten. Schotterruin. Warte mal, irgendwas sollte ich noch machen. Ne, ich wollte für dies. Machen wir nur Hauptquest. Unmittelbar, ne. Nee. Es gibt zu viele, wo man sich ablenken kann. Diese ganzen scheiß Nebenquests, Mann. Aus der Bahn. Na wie, der greift mich an. So ein niederes Monster greift mich. Nicht den König von Minapolis an. Boah, was zur Hölle machst du da, Shani? Shanti. Wer zur Hölle war Shani? Alter, die geht hier voll ab, ey. Was geht denn mit ihr los? Was ist wieder los, ey? Die hat voll die Aggression auf das Monster. Das ist gesehen so. Komm mal, ich flimmer für auch platt. Ah, da hinten ist das Dorf. Oder die Stadt. Oder die Hafenstadt, so. Töte den Drachen, ich brauch neue Schuhe. Wo ist denn der andere Sack da hinten? Ja, ich habe ihn getötet. Das arme kleine Monster. Ich habe es getötet. Yeah. Es hatte nie eine Chance. Es wollte nur in Frieden überall rumstapfen. Und dann kam ich und hab's niedergemetzelt. Das ist zur Liste auf 27. Oh, Plasma Gästeland auf 21. Aha, jetzt kommen wir wieder Gegnerniveau mal. Einigermaßen was drauf haben. Naja, gut, oder doch nicht. Einen stacheligen Knochen. Sauber, ich wollte schon immer einen stacheligen Knochen haben. Yay, stacheliger Knochen. Schade, dass wir dieselben Gegner sind. Ja, wobei, wir sind ja immer noch auf demselben Kontinent, ne? Oh, was Blaues. Schummriger Zweiteiler. Ah, gibt's da hinten irgendwas? Gibt's da was? Da ist eine Höhle. Willkommen im Fight Club. Die erste Regel im Fight Club ist, immer die Ecken abkleben. Ja, den Witz habe ich geklaut.
falls den jemand kennt. Meiner, ich will ihn töten! Warum rennen die Shani eigentlich so blöd durch die Gegend? Dass sie sich immer so strecken muss. Die hätten für die ganzen Leute mal ein paar mehr Animationen verbringen können. Hm. Sie kann sich strecken. Was könnten wir noch machen? Ja, sie können ja die Faust in die Luft heben. Nein, das ist schon zu viel. Hör auf damit. Da ist eine Höhle. Ich will in die Höhle. Ich bin dann über. Ich bin in die Höhle. Aquil in der Höhle. Ist immer noch schade, dass man nicht rennen kann. Wobei das scheinbar Rennen darstellen soll, aber okay. Tun wir mal so, wie wir es glauben. Kieselstein. Yeah, geil, ich habe einen Kieselstein gefunden. Yeah. Ich wollte schon immer einen Kieselstein. Strandsand. Sandstrandmuschel. Strandsandmuschel, ja. Lavabli. Komm her. Ja, hau dir die Hucken voll. Ah, was soll denn das? Hör auf, mich anzugreifen. Bin hier, um euch zu töten, nicht umgekehrt. Ey, Mumpy. Mumpy. Der Mumpf, der Mumpster. Oh ja, ich muss erst kämpfen. Scheiße. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Alter, warum treffen die immer mich? Ja, mach mal was. Halt, activate. Oh, ich bin schon wieder voll. Oh, drescht weiter drauf ein. Es muss noch mehr sterben. Wenn es schon tot ist, kann man es noch öfter töten. Was? Also die Shani meine ich damit, weil die hat ja immer öfter drauf gehauen. Oh, es ist tot, wir können es noch öfter killen. Ja, ich hab einen Bogenschilder noch nicht gekillt. Also, auf dem Level. Nee. Ah, ich muss mal wieder Supernatural weiterschauen, fällt mir gerade ein. Das schaue ich immer mit der englische und deutsche englisch in deutsche mit deutschen Untertiteln. Schaut euch an, das ist eine geile Serie. Weil ich kann es immer nicht abwarten, deswegen schaue ich es mir schon so an im Internet auf ganz ganz legalen Seiten. Tötet ihn, er läuft frei irgendwo in der Gegend rum. So ein Monster. Herr Wizard, da ist er. Das ist Schwein, er ist einfach hier frei rumgelaufen. Wir mussten ihn abknallen. Dunkler Okkultstab. Eine Chimäre. Ist da hinten irgendwas? Da hinten ist eine Truhe. Hey Mumpy, komm her. Aus dem Maul, Mann. Jetzt kommt Stress, Alter. Hey, hab ich gerade jetzt aufgeladen? Boah, was zur Hölle ist jetzt passiert? Super Saiyajin. Stimmt, irgendwie schaut er da wirklich danach aus. Ja. Schade, dass die Haare sind eigentlich auch schon gelb, ne? Also so ein Schein ist außenrum. Ha. Ah, der Lavabli. Oder Lablabli, ah, was weiß ich was. Oh, zack. Ich töte den. Er rennt schon wieder frei rum. Er will einfach nicht sterben. Ich hasse Joker. Diese scheiß Joker, komm her! Joggen ist doch nicht normal! Komm her! In diesem Land ist Joggen verboten! Jetzt hör mir auf, mich zu verarschen! Der trollt mich!
Aha, ich habe ihn getötet. Diesen armen Wicht. Ich musste ihn schon vor seinem Leid erlösen. Er ist gechockt, Mann. Das konnte nicht gesund sein. Traumkohl. Können die ihren Scheiß nicht normal benennen? Wie Kohl und Zwiebeln und Paprika. Nein, es ist Traumkohl und magische Zwiebel oder ach, was weiß ich was. Keine Ahnung, habe ich überhaupt schon mal eine Zwiebel gefunden? Ja, maul nicht rum. Boah. Er wieder haut mit seinem Hufen nach mir, du Arschloch. Zauber! Verdammt. Hör auf, dich wie ein Schaf zu benehmen. Und Alter, habt ihr gesehen, der hat mich angefurzt. Hau drauf! So ein Arschloch. Wie er einen einfach anfurzt, Alter. Weißt schon. Kleiner Hurenbock. Tut das so wie so ein Pferd. Oh fuck, da hinten ist so ein Bossmonster. Oh, Reisepunkt. Hui. BTF, achso, das ist so ein Drache. Ach, das ist wieder so ein Oink-Oink. Komm, Oinki-Doink. Blau. Oh, oh. Ja, der macht wieder seinen Scheiß. Geh weg! Geh weg von mir! Ja, jetzt hast du deinen Kack. Tötet ihn! Tötet es, bevor es Eier legt. Warte, ich will zum Leuchtturm. Schamamster. Geiler Name. Komm her. Schamamster. Schamamster. Oh fuck, Alter, da sind ein Haufen dabei. Oh, wie sie eigentlich schon tot sind. Oh, der arme Schamamster. Zum behinderten Namen gehörst du auch einfach umgebracht, Mann. So. Tropffee, die ist immer feucht. Aha. Nee, nö, nö. Wassertalisman. Na super, der steht hier nur rum, der Scheißleuchtturm. Ich fühle mich total betrogen. Fuck, da könnte ich jetzt auch runterlaufen, ne? Aha. Nein, ich will noch ins Dorf gehen, bevor ich die Folge beende. Der da oben, der kann mich mal. BTF, ich dachte, das ist voll die Wasserstadt oder so. Jetzt ist das bloß so ein Schiffswrack. Wie, ich dachte, da kommt gleich eine Sequenz, was ist denn der Scheiß? Hey, ist auch nicht so blöd. Ja,
hat also niemand gesehen. Naja, die Welt ist eben kein Ententeich. Stimmt, ja, da fehlen auch. Da sind ziemlich wenig Leute da. Hey, Alter, was geht? Ja. Ah, ihr möchtet Besucher aus Minneapolis sein, von denen mir Sixtinius berichtet hat. Ja, ich bin Ivan, der König von Minneapolis. Wie bitte? Du, Sixtinius, willst ein König sein? Oh, tut mir leid, ich bin Hannes, der Leiter der örtlichen Schiffszimmerer. Sixtinius hat mir eure Lage geschildert. Ich befürchte allerdings, dass die derzeitige Situation es hier nicht erlaubt, euch zu helfen. Ist etwas vorgefallen? Vor ein paar Tagen erschien aus dem Meer ein fürchterliches Monster. Schiffe wurden zerstört, Fischgründe verwüstet, nichts war vorwiegend sicher. Die Jungs sind Hals über Kopf los, um das Monster zu bekämpfen. Nicht einer von ihnen kam zurück. Ich will ihnen helfen, aber was kann ich alleine schon ausrichten? Oh. Deswegen war die Stadt so leer. Ist so leer. Mensch. Hey Ivan, das wäre doch nur fair, wenn wir ihnen erst helfen, bevor wir sie um etwas bitten. Findest du nicht auch? Ja, aber vor allem kann ich niemanden in einer Notlage nicht einfach im Stich lassen. Hannes, wir sehen uns das genauer an. Das willst du? Dafür wäre ich dir wirklich dankbar. Das Monster hat sich in der nahen Grotte eingenistet. Ich hoffe, unsere Jungs noch unversehrt. Seid vorsichtig. Ich habe gesehen, wie ein Schiff mit einem Hieb zerschlagen hat. Yeah, One Piece. Jetzt gehen wir auf die Suche nach einem One Piece. Halt, nein, warte. Eins dahin. Warte mal, so ungefähr, ja, so. Nee, mach mal lieber so. Mach mal so. So ist doch die Szene viel besser. So ein bisschen, ja. Also gut, ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuschauen. Das Monster sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich, macht's gut und Servus.